Bonjour, Monsieur Dame. Good night, ladies and gentlemen. This is Vernon X. We don't want to die in hospital. Frauen und Eisprung. Wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Thema ist Vorsorgevollmacht. Ich werde von einem angeblichen Rechtsanwalt aus Solingen-Gräfrath verklagt. Ich beschäftige mich daher mit den Themen Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Ich bin angekommen im Heft Patientenverfügung der Verbraucherzentrale NRW. Das ist die 19. Auflage, das ist die aktuelle. Im Teil Vorsorgevollmacht bei Bestätigung der Vollmacht durch Dritte. Das ist relativ kurz, dieser Teil. Ich lese dir mal vor und wenn mir was auffällt, sage ich das laut. So. Bestätigung der Vollmacht durch Dritte. Häufig ist zu hören, dass eine Vorsorgevollmacht vom Notar beglaubigt oder beurkundet werden muss. Dies ist jedoch nur in bestimmten Fällen zwingend notwendig, siehe unten. In den meisten Fällen dient der Gang zum Notar lediglich dazu, die Ernsthaftigkeit der Absichten in der Vorsorgevollmacht zu unterstreichen und nachzuweisen, dass der Unterzeichner sich seiner Entscheidungen bewusst war. Einen solchen Zweck kann auch die Unterschrift eines unbeteiligten Dritten, einem Besten, einer Vertrauensperson wie beispielsweise der Hausärztin oder des Gemeindepfarrers erfüllen. Grundsätzlich ist eine solche Bestätigung der Geschäftsfähigkeit nicht zwingend notwendig, damit die Vorsorgevollmacht anerkannt wird. Wenn die Vollmacht jedoch erst recht spät, in höherem Alter oder bei fortgeschrittener Krankheit ausgestellt wird, kann es sein, dass an der Geschäftsfähigkeit des Vollmachtgebers gezweifelt wird. Insbesondere wenn es um die Verwaltung größerer Geldsummen oder Vermögen geht oder wenn die Bevollmächtigte eines von mehreren Familien. Insbesondere wenn es um die Verwaltung größerer Geldsummen oder Vermögen geht oder wenn der Bevollmächtigte eines von mehreren Familienmitgliedern oder einer der Erben ist, ist eine solche Bestätigung empfehlenswert, um späteren Zweifel oder Streitigkeiten vorzubeugen. Okay, also man muss geschäftsfähig sein, um so eine Vorsorgevollmacht oder Vollmacht auszustellen. Und es kann zu Streit kommen, insbesondere mit Erben. Wenn Sie eine offizielle Bestätigung Ihrer Vollmacht wünschen, haben Sie zwei Möglichkeiten. Die einfachere und kostengünstigere ist eine Beglaubigung Ihrer Unterschrift. Dabei wird lediglich festgestellt, dass die Person, die als Verfasser eines Schriftstücks benannt ist, dieses auch selbst unterschrieben hat. Eine solche Beglaubigung kann unter anderem durch einen Notar erfolgen. Seit Juni 2005 können Sie die Beglaubigung der Unterschrift von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen auch bei der örtlichen Betreuungsbehörde erledigen lassen. Das wäre in diesem Fall das Betreuungsgericht am Amtsgericht Solingen, wenn ich von hier aus gehe. Üblicherweise wird dafür lediglich eine Gebühr von 10 Euro fällig. Dies ist deutlich günstiger als die Gebühr beim Notar. Die zweite Variante ist die notarielle Beurkundung der Vollmacht. Hierbei wird nicht nur die Identität des Unterzeichners überprüft,
Für eine Beurkundung muss der Notar prüfen, ob der Unterzeichner die Inhalte des Schriftstücks verstanden hat und sich der Konsequenzen seiner Entscheidung bewusst ist. Die notarielle Beurkundung enthält damit die offizielle Bestätigung der Geschäftsfähigkeit. Inwieweit Sie dieses aufwendige und teure Verfahren nutzen möchten, hängt vielfach von Ihrer persönlichen Situation ab. Je größer die Wahrscheinlichkeit ist, dass es zu Zweifeln an Ihrer Geschäftsfähigkeit oder zum Streit über die Auslegung der Vollmacht bei größeren Vermögenswerten kommt, desto eher sollten Sie die notarielle Beurkundung wählen. Es gibt jedoch auch einige Geschäfte, die der Bevollmächtigte nur tätigen kann, wenn seine Vollmacht notariell beurkundet wurde. Dazu gehören vor allem Grundstücks- und Immobiliengeschäfte. Diese Geschäfte sind selbst nur durch notarielle Beurkundung rechtsfähig. Deshalb müssen auch dafür verwendete Vollmachten notariell beurkundet sein. Ist die Vollmacht nicht notariell beurkundet, wird das Gericht für diese Geschäfte einen gesetzlichen Betreuer bestellen. Am besten lassen Sie sich wegen der zu beachtenden Einzelheiten von einer Fachstelle beraten und auf Seite 26 und folgende sind Fachstellen aufgeführt. Nee, da sind keine Fachstellen aufgeführt, da sind Fachstellen genannt. Da stehen Betreuungsbehörden, Betreuungsgerichte. Okay, es sind keine Betreuungsbehörden, es sind keine Betreuungsgerichte. Ich weiß nicht, in Solingen gibt es wahrscheinlich keine. Es gibt aber ein Amtsgericht. So, es sind Betreuungsvereine aufgeführt, Notare, Rechtsanwälte und Verbände und Vereine. So. Ein so ein Verein ist hier, glaube ich, hier. Das Verein für Selbstbestimmung und Betreuung im VDK Hessen ist hier zum Beispiel aufgeführt. Sind, glaube ich, auch noch. Hier waren irgendwo Adressen genannt. Adressen hier. Weitere Informationen. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Beispiel. Bundesnotarkammer Zentrales Vor. Sorgeregister, das sind Adressen zur Hinterlegung und weitere Informationen. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist in Köln, ist hier in der Nähe, an die würde ich mich wahrscheinlich wenden. Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen und ihre Angehörige, BAG Selbsthilfe e.V. ist in Düsseldorf. Der Rest ist in Berlin. Und dann sind hier die Verbraucherzentralen aufgeführt. Ja. So, nächstes Kapitel ist Inhalt der nach außen wirksamen Vollmacht. Da sind auch die in sich Geschäfte aufgeführt, wieder falsch geschrieben. Ich glaube, die schlabber ich. Ich habe mich da mehr als genug drüber aufgeregt, über die Scheiße, die dazu geschrieben worden ist. Ich weiß auch nicht, warum man das nicht einfach mal richtig abpinnen kann aus dem Gesetzestext und sich dann ja qualifiziert zu äußern kann. Es scheint so eine Marotte der Autoren der Verbraucherzentrale NRW zu sein. Ich halte das für kriminell, was da geschrieben ist.
Sie sollten es auch besser wissen. So, und im BGB nachschlagen sollte für Juristen, die maßgeblich aus Steuergeldern bezahlt werden, wirklich eine Selbstverständlichkeit sein. Und dann werden die auch merken, dass in sich Geschäfte da anders geschrieben wird. Damit schließe ich für heute Abend. Tschüss.